Hallöchen, hier ist Keok und es geht weiter mit Sonic 2. Wir sind jetzt in der Casino Night Zone und Zone. Ja, genau, Zone. Ha, und weiter geht's. Ja, erinnert ihr euch noch daran, dass ich im letzten Part meinte, dass endlich alles Technische funktioniert und ich ganz, ganz viel machen kann? Oh boy. Ich hoffe ja so sehr, dass der heutige Part einigermaßen in einem bleibt und mir nicht zerfetzt. Denn ich habe heute, beziehungsweise das ganze Wochenende, mein Windows aufrüsten müssen. Weil ich ein neues Aufnahmegerät habe und das läuft natürlich nicht mehr auf Windows 7. Ganz schön dreckig. Es könnte wahrscheinlich, aber das ist dann halt wie bei Handy-Gedöns. Die Handy-Software, die wird ja auch... Software? Nein, das Betriebssystem. So, genau, das wird ja auch irgendwann zwangsweise... Alter, ey, diese Stelle. Ich dachte beim Aufnehmen, ich fange gleich an zu schreien. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich da einfach nicht rauskomme. Aber naja, es ist ja da ähnlich. Man muss die... muss dann irgendwann das Betriebssystem erneuern und ab einem gewissen Zeitpunkt wird das halt für die alten Sachen nicht mehr angeboten, wenn man dann so ein überaus Asbach-uraltes Handy hat, beziehungsweise Smartphone. Naja, und so scheint es auch mit Programmen und, anderem zu sein. Deswegen habe ich jetzt Windows 10. Muss mich an alles gewöhnen, weiß noch nicht, wo ich die Firewall für bestimmte Sachen wieder in den Griff kriegen kann. Weil deswegen konnte ich jetzt auch nicht Yooka-Laylee weiter aufnehmen. Weil mein Controller nicht funktioniert. Er wird nicht erkannt. Ach, es ist wie ganz am Anfang, als ich Probleme hatte, Sonic aufzunehmen, weil mein Controller die ganze Zeit nicht wollte. Na, und jetzt ist das wieder da. Wundervoll. Das ist Wochenende. Es hat ja natürlich gar nichts auf Anhieb geklappt, erstmal dieses neue Aufnahmeding fit zu kriegen. Dann Windows abzudaten war auch noch ein Spaß. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich nur mit Warten verbracht habe. Aber ich bin zum Glück nicht verrückt geworden. Aber es hatte zur Folge, dass ich mich jetzt nicht mehr auch noch um den ganzen Controller-Kram gekümmert habe. Ich bin froh, dass mein Mikrofon gerade ausschlägt, während ich das einspreche. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das noch anpassen kann im Schnittprogramm. Weil es sieht schon sehr, sehr leise aus im Gegensatz zu dem, wie es vorher war. Und als ich die Aufnahmegeräte überprüfen wollte, welches denn anschlägt und reagiert, hat sich nur meine Webcam gemeldet. Das fand ich dann auch nicht so toll. Aber mal gucken, ich lasse mich überraschen und bin relativ zuversichtlich. Nee, eigentlich nicht. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Huch. Das... ja. Ich lasse mich besser nicht so viel aus dem Konzept bringen. Ah ja, aber das Teil, weswegen es den ganzen Ärger gab, das geht jetzt. Woo! Aber ich kann immer noch nicht damit aufnehmen, weil scheinbar die verdammte PlayStation 3 und alles andere, was nicht eine New Generation ist, irgendein Kram braucht, der irgendwo zwischengeschaltet werden muss, damit auch irgendwas auch nur ansatzweise ein bisschen funktioniert und übertragen werden kann. Und da ich nicht der King und allwissend bin, habe ich natürlich das falsche Ding gekauft. Ja, so manch einer mag jetzt vielleicht lachen, aber es sind echt Dinge, die muss man vorher wissen. Und wenn sie nirgendwo in den verdammten Tutorials mit dazu gesagt werden, ja, was will man dann machen, ne? Das verstehe ich vor allen Dingen auch nicht. Warum macht man ein Tutorial und erklärt dann nicht alles Wichtige und geht auf das ein, wo halt die meisten Fehler so passieren könnten? Das habe ich mir so gedacht, wäre ja am sinnvollsten, aber nee, ist nicht passiert. Sonst hätte ich ja den Fehlkauf nicht gemacht. Naja, das war schon wundervoll, aber dafür weiß ich jetzt ganz, ganz viel. Sehen wir es mal von der Seite. Am Wochenende vielleicht ein bisschen unfreiwillig sehr viel Wissen angehäuft, aber hey, es ist auf jeden Fall Wissen. Richtig nice. Gab auch
Ja, und was ansonsten, was ich noch gesehen habe, war, dass dieser Artikel aus der Famitsu mittlerweile von der Seite Nintendo Everything. Hä? Ich sehe gerade, das sieht super seltsam. Ach so, okay, es ist nur optisch. Weil beide Tonspuren in meinem Programm laufen irgendwie asynchron, aber sie nehmen trotzdem das gleiche auf. Also ist alles gut. Oh, gruselig, gruselig. Naja, Nintendo Everything hat den Famitsu-Artikel übersetzt. Ich bin auch nicht dazu gekommen, reinzuziehen, aber ich werde im nächsten Part auf jeden Fall darüber reden, was da so Schönes und Nettes drin stand. Natürlich wieder Informationen zu Sonic Mania Plus. Die lassen wir uns dann zum Beginn der Woche auf der Zunge zergehen. Ja, ab Montag, hoffe ich, ist dann wieder einigermaßen jeden Tag ein Fire Emblem-Video zu erwarten, wieder jeden Tag ein Sonic-Video, jeden Tag Undertale und Yooka-Laylee, genau. Es war so ein schöner Rhythmus und jetzt bin ich da wieder komplett rausgekommen, weil ich gar keine Zeit hatte aufzunehmen, weil ja mein PC nicht funktioniert hat. Ärgerlich. Dabei war das Wochenende perfekt dafür. Ich hatte so den geilen Plan, was ich wann wie mache und wie ich meinen Tag dann einteile. Aber naja, was soll's. Nächste Woche ist ja auch noch Zeit. Und ich bin so der Eumel. Also ich brauche immer erstmal, um wieder zu raffen, was ich machen muss. Deswegen wundert euch nicht, dass ich hier erstmal so ein bisschen vor mich hin rolle. Was mich total abgenervt hat, ich wollte eigentlich kleingerollt bleiben, aber wenn ihr euch da hochschießen lasst, an der Schräge rollt sich Sonic halt immer aus. Das ist mega nervig. Aber was soll's. Und ja, die Ungeduld. Die Ungeduld kommt auch immer wieder dazu, weil wieso soll ich denn immer warten, bis er einmal da auf die Seite kommt? Kann ich nicht mit diesem Pinball-Gedöns versuchen, da einigermaßen rüberzukommen, aber nee. Und mit keinem Ring versuche ich das natürlich auch schon gar nicht. Ah, ist so zeitintensiv. Das ist halt etwas, das ich dann teilweise auch an Sonic Games manchmal verfluchen kann. Ich will ja schnell sein, ich will ja Gas geben. Aber in einigen Fällen kannst du halt einfach nur richtig langsam und ruhig und geduldig spielen. Ist in Sonic 2 zum Glück nicht so schlimm, dass man so viele Passagen hat, wo man wie in der Marble Zone sowas von gemein ausgebremst wird, dass es halt... Na, ich hab... Für die Marble Zone fehlen mir halt jegliche Worte, ich kann das nicht beschreiben. Aber jedenfalls so was Schlimmes hat man hier dann zum Glück nicht. Ah, wie die Zeit vergeht. Ich sag daher wieder ganz schnell... Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Sorry für das Ranten und Gelabere über meine Fails, aber irgendwo muss ich das herauslassen. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Liebe Grüße, eure Kyoko.